Ein Ferienhaus brannte am Mittwochnachmittag auf dem Prival Lichterloh. LRN-Leser Hartmut Tlotzek stellte uns netterweise diese Aufnahmen zur Verfügung. Zunächst hatte man befürchtet, dass noch eine Person in dem Gebäude sei. Das bewahrheitete sich dann später zum Glück nicht. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehren Kücknitz und Stutup sowie die freiwilligen Feuerwehren Prival, Travemünde und Niendorf. Verletzt wurde niemand, weitere Häuser waren von dem Brand nicht betroffen.